Hallo und willkommen zu einem neuen Video, heute mit einer Endstufe aus dem Hause Eaton. Wir beschäftigen uns diesmal mit der SDA 100.6 6-Kanal-Endstufe. Die SDA-Serie ist sehr beliebt, zum Beispiel für Upgrades bei BMWs. Und naja, ich wollte es euch einfach nicht vorenthalten. Ich habe sie nun mal da und da kann man es auch mal zeigen. Karton seht ihr schon vor euch, relativ typisches Eaton-Design bei den Kartons. Bisschen Produktbild drauf, ein paar Daten drauf, simpel gehalten, ohne viel Schnickschnack. Wenn wir den öffnen, fällt uns als erstes die Endstufe entgegen. Die nehmen wir mal raus, so weit sind wir noch nicht. Bisschen Handbuch, bisschen Kabellage. Hier unten haben wir noch ein paar Schrauben im Deckel drin. Und ein Imbus zum Bedienen der Endstufe. So, ab zur Seite damit. So, wir haben hier ein Handbuch. Das Handbuch ist für alle drei Geräte der SDA-Serie. Heißt 100.4, 150.4 und die 6-Kanal 100.6. In Deutsch. Simpel, einfach. Ein paar Informationen. Englisch haben wir auch mit drin. Anschlussbezeichnung, Anschlusserklärung. Was es nicht so alles gibt. Konfigurationsbeispiele. Ja, jede Menge Infos, wie man sie einstellen kann. Fehlersuche. Alles, was wir brauchen. Und hinten nochmal ein Datenblatt. Dann haben wir natürlich die Endstufe selbst, bei der noch diese Kabel hier da, die hier liegen habe, dabei sind. Die haben nämlich einen ganz bestimmten Zweck, auf den ich gleich noch eingehen werde. So, da haben wir erstmal die Eaton. So, diese Kabelchen. Das sind alles dasselbe Kabelchen, deswegen packe ich jetzt auch mal zur Seite. Ihr habt 6 Stück dabei, 3 Stück dabei, also jeweils 2-Kanal-Kabel, weil ihr habt ja auch eine 2-Kanal-Endstufe. Diese Kabel kann man per Cinch an die Endstufe anschließen. Und kann damit auf seine Lautsprecher beim Fahrzeug gehen, um damit das Signal abzugreifen. Und wir haben dann quasi, können dann intern umschalten, dass wir so eine Art Signalwandlung haben, die quasi dafür da ist, dass wir dann keinen Cinch brauchen direkt am Autoradio. Man kann das also abgreifen mit diesen Kabeln hier, ein paar Steckverbinder dazwischen und spart sich dann diese High-Level-Geschichte. Er kann das quasi intern wandeln. Ich nehme erstmal hier vorsichtig die Plastikblenden ab. Zur Endstufe selbst erstmal cooles, schlichtes Design, sehr kompakt, das ist eine 6-Kanal-Endstufe, bisschen fingeranfällig, so für Schmierereien, da muss man ein bisschen aufpassen. Hier haben wir erstmal unsere Anschlüsse, haben wir gekapselte, schöne, sauber eingebaute Buchsen. Da haben wir hier links das Anschlussfeld für Masse, Karosserie, Remote-Signal einschalten, B+, Batterie 12 Volt, unser Kabel, was von der Batterie quasi kommt. Dann haben wir unsere Kanäle 6, 5, 4, 3, 2, 1. Die Kanäle können wir jeweils brücken, dadurch können wir die Endstufe als 6-Kanal verwenden, als 5-Kanal, 4, 3-Kanal, also alle möglichen Varianten, die man eigentlich so gängig gebrauchen kann. Und dann haben wir natürlich unsere Cinch-Anschlüsse. Hier kommen unsere Cinch-Kabel rein, Kanal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und je nachdem, wenn wir jetzt sagen, wir machen einen Signalabgriff, wie zum Beispiel bei VW, können wir jetzt dann quasi hier diese Adapter verwenden, die ich am Anfang gezeigt habe. Hier geht es dann weiter mit Schalterchen. Blenden habe ich ja schon abgenommen. Da haben wir hier eine Funktion für Auto-On. Da können wir sagen, ob er es per DC-Anschaltung macht, per Remote macht, off meinetwegen, oder per Signalerkennung. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine Signalerkennung nutzen wollen, das wäre mit diesen Adaptern, die von Cinch auf die Lautsprecher geschlossen werden, würden wir das auf SIG nach rechts stellen. Und dann schaltet es automatisch ein, wenn euer Autoradio quasi angeht und von dem Verstärker vom Autoradio hier ein Signal einspeist. Wir können dann separat für die Kanäle hier Filter setzen. Das sieht man hier schön. Dann fangen wir hier bei Kanal 1 und 2 an. Da haben wir einen Hochpassfilter und Lowpassfilter. Der kann im Bereich von 50 bis 500 Hertz eingestellt werden. Man kann dann hier so einen Multiplikator setzen, um von 500 bis 5 Kilohertz zu schalten. Das ist dann für den Sinn, wenn wir zum Beispiel ein Lautsprechersystem voll aktiv betreiben wollen oder die Hochtöne ohne Frequenzweiche hier anschließen wollen. Dann kann man diesen Multiplikator setzen und braucht quasi diese, wenn man sie sehr erfahren ist, diese Frequenzweiche nicht für die Hochtöner. Das gleiche können wir natürlich auch bei Kanal 3 und 4 machen. Und das gleiche nur mit Faktormultiplizierung haben wir für Kanal 5 und 6 auch noch. Das liegt daran, dass 5 und 6 nur halt für Subwoofer gedacht ist und deswegen dort der Filter nicht vorgesehen ist. Sie haben halt nur diese 50 bis 500 Hertz als Hochpass oder Lowpass. Wir können Subsonic-Filter schalten von 15 bis 40 Hertz. Das heißt, wir können in Verbindung mit dem Subsonic und meinetwegen dem Filtern, die wir noch zur Verfügung haben, wie dem Lowpass-Filter, zum Beispiel auch Tiefmitteltöner oder Kickbässe mit einer Art Kickbass-Filter betreiben. Können dann hier noch umschalten, wie wir es wollen, ob wir Kanal 5 und 6 zum Beispiel belegen wollen mit Cinch oder nicht belegen wollen. Wir können auch sagen, okay, wir nehmen 4-Kanal-Cinch-Kabel und können dann hier umschalten, dass er sich von Kanal 1 und 2 das Signal holt. Das gleiche geht hier drüben auch nochmal. Wir sind also nicht angewiesen, jetzt alle 6 Kanäle mit Cinch-Kabel zu bestücken. Es reichen 2 Stück aus.
Da muss ich ja 1, 2 den Schalter drücken, hier genauso. Dann kann ich alle 6 Kanäle der Endstufe mit einem 2-Kanal-Cinch-Karre verwenden. Macht die Sache natürlich viel flexibler. Eingangsspannung ist im Bereich von 0,3 bis 8 Volt regelbar stufenlos, gibt es nichts zu meckern. Und Leistung haben wir an 4 Ohm 6x75 Sinus bzw. 6x110 Watt Sinus an 2 Ohm und gebrückt sind sogar 3x220 Watt Sinus möglich. Damit kann man dann schon eine ganze Menge anfangen und eine ganze Menge Spaß haben. Aufgrund dessen, dass die Endstufe digital aufgebaut hat, hat sie auch relativ kompakte Abmaße in Verbindung zu Analog-Endstufen, aber man hat einfach nicht mehr so viel Platz dafür auch. Man kriegt mehr Technik auf kleinsten Raum letztendlich unter. Das war auch an der Stelle schon wieder von mir. Sollte zu der SDA 100.6 diesmal reichen. Daten poste ich im Anschluss wieder unter die Beschreibung mit drunter. Da habt ihr dann alle Maße und alles nochmal drin, was ihr braucht. Und ich sage danke und ciao, bis zum nächsten Mal.